Kim hat einen Wurm gefunden bei uns in der Nähe, 700 Meter. Cool. Hallöchen. Scorchers geht weiter. Wir wollten eigentlich den Argentavis. Ist egal. Der Argentavis wollten wir eigentlich da oben ziehen, aber wenn Würmchen ist, hast du gepinkt? Ja, da hinten. Oh, wow. Ja, okay. Ja, das ist hier da. Okay. Hier dahin. Erstmal hier da hinten. Und dann vielleicht zurück mal zu dem. Wo ist der hier? Das ist eigentlich hübsch, der Agentar. Was fand den hübsch mit dem Gelb und dem Grau? Mhm. Sah eigentlich ganz nett aus. Das macht Kim in der Wüste. Sandbaden. Die Black Pearl fahren. Die ist ja auch ein Wüstenschiff. Ja. Kennst du die Folgen, oder? Klar. Meine Nichte hatte Konfirmation jetzt Sonntag. Und die durften sich ein Ein- und Ausgang-Lied aussuchen. Und die haben da dann Fluch der Karibik, Pirates of the Caribbean Lied auf der Orgel spielen lassen. Ehrlich? Das war so cool, sag ich euch. Das glaube ich. Das durften wir uns damals nicht. Damals war die Kirche noch nicht so hip. Let's fight! Wo ist der Wurm? Weiß nicht. Ich glaube, der hat uns so verarscht. Ich glaube auch. Game, kommst du bei uns in den Channel? Klar. Hallo. Hallo. Ging schneller als du gedacht. Ich hab wieder einen gefunden. Ja, wir haben auch schon ein paar gekillt. Lustigerweise haben wir diesmal ein bisschen mehr Glück. Vier Hörnchen haben wir schon. Sag mal Hallo in die Aufnahme. Hallo Aufnahme. Das er war hier unten. Aber ich musste verschwinden, weil ich mit meinem Archie ist das ein bisschen. Der kann zwar fighten, aber bei einem Deathbomb ist das so eine Sache. Ja, guck mal, wie meine aussieht. Oh. Voll zerdeppert. Aber ja, der hat gekämpft mit seinem Leben. Also der war hier, da hier waren zwei Fasolos, mit denen die ich eigentlich meucheln wollte und jetzt irgendwie. Keine Stoffwolke. Doch, hier war eine Stoffwolke. Warum verschwinden die Viecher eigentlich immer, wenn ich die zeigen will? Das hab ich grad. Nee, das werden bestimmt noch da sein. Ich wollte gerade mein Viech hier mal hochheilen. Und jetzt habe ich gerade selber meinem Dex-Charakter das Fleisch gefressen. Das ist so gummiart. Oh, ich war genau hier. Ich bin hier über den Hang rüber geflogen, um hier mal halt mich nicht fressen zu lassen. Aber die Fasolo-Wolke war das nicht? Nein. Weil das war ja auch keine Wolke. Ich wurde ja auch von einem Fasolo und dem Wurm in die Zange genommen. Ach so. Das wurde mir dann mit dem Archie doch etwas viel und dann bin ich eben halt zu dem Gebäude da hinten geflogen. Angewurmt wurdest du. Naja, der Fasolo ist hinterhergekommen, den habe ich getötet, aber der Wurm offensichtlich darf man sich von denen wirklich gar nicht entfernen. Weggepackt oder so? Nee, also ich bin weggeflogen gerade eben, weggeritten und wir haben dann erstmal einen anderen Wurm gekillt, dann bin ich wieder zurück an die Stelle und dann war er wieder da. Aber der ist hier jetzt nun weg. Ich glaube, der wird noch da sein. Ich weiß nicht, wie weit das weg war. Es war da, wo der Rally Point ist. Hier unten. Genau hier. Und ich hatte auch gesehen, dass die Wolke mir hinterhergekommen ist. Also ein bisschen den Hang rauf. Okay. Dann bin ich halt über den Hang hin zu dem Gebäude. Damit ich da... Er fällt bestimmt gerade durch den Boden und denkt sich so. La, la, la. Man kann auch nicht mehr durch den Boden durchgucken, ne? Hey! Na gut, okay. Ich liege jetzt hier in der Zelt. Hast du warm? Bräuchte die XP, das wäre schon nicht schlecht. Ich sterbe hier gerade bloß. Ich habe nur eine kleine Flamme, ich weiß gar nicht, was. Ich habe auch eine kleine Flamme. 20 HP habe ich noch. Wie viel Fortitude hast du? 24. Ich hab 32, also ich hab eine kleine Flamme. Ich hab Feuer, hab ich. Ich bin Feuer und Flamme, oder was? Genau. Was gibt es denn auf Scorched Earth, was viel XP gibt? Also mal abgesehen jetzt von Wyvern und Deathworms.
Der ist von einem Würmer. Das waren und Willworms. Würmwürms. Titan. Titanosaurus. Ja, klar. Du hast mich gefragt. Oder du hast gefragt, das ist die Antwort. Also, auf The Island sind das Sachen wie Spinos oder so, die ganz gut XP geben, ja, oder Brontos. Du kannst ja ein paar Rexe killen, ja. Rexe, ne? Was denn? Ja, also hier waren Wormen und offensichtlich verschwinden die immer wieder, wenn ich sie sehe. Kim hat den überspielt ihren Bug. Offensichtlich. Letztes Mal hatte ich auch zwei auf einmal, also. Oh, schöne Mantis. Oh, 85er Mantis. Ich weiß, glaube ich, warum es immer laggt bei mir. Ja. Das sind diese Fluganimation von dem Argentavis. Immer wenn du fliegst, laggt das bei mir. Warst du auf der anderen Seite der Karte? Ja, und ich bin schon dreimal hintereinander rausgeflogen. Ich denke mal, immer, du bist jetzt gerade schon wieder losgeflogen und eben schon wieder losgeflogen. Und immer wenn dieses... Da laggt es bei mir kurz. Wird das Spiel kurz stehen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wirklich, dass das damit zu tun ist. Dass das was damit zu tun hat. So. Kann aber auch nur eine Idee sein. Lassen wir es aus. Buff. Okay, hier gibt es wohl keine. Ne, ich bin gerade nicht gelaufen, stand nur still. Hier gibt es wohl keine Würmchen mehr. Na doch, da war noch einer. Mich hat er gebissen. Ja, aber es gibt jetzt dann doch wieder keine mehr. Oh, ja. Leck. Dieses Mal war ich es nicht. Ich lauf und lauf und lauf. Lauf. Ich hab heute auch ein paar Hänger. Auch wenn ich gar nichts tue, außer sitzen und bauen. Hier ist ein Fassolo, komm, hauen wir auch noch schnell um. Yay, ich will auch. Seid ihr, da seid ihr. Tacke. Oh, 150! Oh. Ja, was soll man machen? Ja. Schade. Der ist braun. Oh. Das ist rot schon. Hilfe! Jetzt ist er tot. Jetzt habe ich mitgenommen. Kannst du nachher wieder zusammensetzen, wenn du möchtest. Außerdem, Pau, 150er zähmst du alleine. Ja, okay. Zusammen mit mir, Pau, ich helfe dir. Gefunden. Mann, ey, jetzt bleib auch schon. Ping. Der Wurm hat mich gefunden. Ping mal ping. Ich sehe aber keine Wolken. Die sind einfach auf einmal hinter mir. 1000 Meter. Die sind ganz klein, die Wolken. Die sind nicht mehr so große. Oh, ich hab zwei Käfer! Zwei Würmer! Ich glaube, da ist der Wurm drin. Ich glaube, da ist der Wurm drin! Ich glaube, er ist schon draußen. Ping nochmal, Pau. Rally Point. Rally Point? Kann ja gar nicht sein, ne? Ich sehe keinen Rally Point. Achso, ich wollte sagen. So weit raus kann man inzwischen? Aua. Bis zum Ende der Karte. Und noch viel weiter. Ist das dein Wurm? Bunter Baum. Und bunter Bug. Ist das dein Wurm? Nein. Oh. Ich helfe. Dodo, wie sieht's aus? Bist du unterwegs? Ich bin on the way. Alle also daneben, ja. Oh, meiner ist jetzt noch so angeschlagen. Helfe. Nur ein paar Insekten geschnitzt. Aua, ich bin unter Hälfte leben. Ich helfe nicht mehr. Okay. Oh, ich hab einen Wurm. Oh, ich hab einen Wurm. Oh nein, ich bin rausgeflogen, oder was? Oh nein. Ich bin rausgeflogen. Dodo, du musst meinen Silver-Dingsbums retten. So, ihr Lieben, da sind wir wieder drin. Leider habt ihr nun mal ein ganz kurzes Stückchen Bild von einem Sandwurm gesehen, weil ich genau da drin irgendwie festgebackt bin und dann ist das Spiel abgestürzt, dann habe ich das Spiel neu gestartet, dann ist das Spiel wieder abgestürzt, dann habe ich das Spiel neu gestartet, dann ist das Spiel wieder abgestürzt. Habe ich schon was gesagt, dass das irgendwann mal abgestürzt ist, das Spiel? Nö, ne? Selten stürzt das Spiel aber ab hier. Ganz eigentlich gar nicht, das macht arg nicht. Das ist echt was. Echt zum Kotzen. Dann hatten wir noch. Dann habe ich immer, wenn ich neu starte, habe ich dann irgendwie immer die Hitzewallung. Keine Ahnung, wie das Hitze-Dings. Aber vielleicht stürzt du auch deswegen, stürzt dann das Spiel deswegen ab.
Dass du irgendwie die ganze Zeit die Hitzewallung kriegst oder so und das nicht bemerkst oder so. Ach, wollen wir das Bett hier stehen lassen oder so? Nee, kann weg. Kann eigentlich da bleiben, oder? Ich würde es wegmachen. Okay. Wo ist denn Hause? Da. Toll, kein Wurm. Aber wir haben jetzt, glaube ich, wie gesagt, insgesamt 5 oder 6 Hörner. Ich habe keins. Ja. Selbst ich habe eins. 2 Stück habe ich. Dann haben wir 7. Wenn die Mantis-Leute sich da Mantis suchen. Ja, also 2 wollte ich dem Benny geben. Mal machen. 2 Mantisse oder 2 Hörnchen? 2 Hörnchen. Habe ich noch so noch irgendwie so ein Würmchen irgendwo? Ihr könnt ja sagen, was ihr wollt. Die Tatsache, dass ich einfach so vor mich hingleiten kann, ohne irgendwelche Knöpfe zu drücken, ist schon sehr angenehm. Das ist schon cool, ja. Ich finde nur die Tastenbelegung bei den neuen Flieger-Mode total beschissen. Das Landen geht nicht auf der Taste, wo man normalerweise landet. Keine Ahnung, warum. Ja, du landest ja nicht. Du musst ja langsam genug sein. Das Landen ist schon ein bisschen schwierig. Ich fliege auch regelmäßig gegen irgendwelche Felsen. Oder über mein Ziel hinaus. Ich habe das immer noch nicht ausprobiert. Ich auch nicht. Roter Loot da hinten. Ja, es könnte mich glatt noch interessieren. Aua. Hol dir, der kommt gerade runter. Ich glaube, ihr müsst, also wenn ihr noch ein Würmchen. Ach du, nee. Moment mal, warum habe ich denn jetzt. Habe ich ein Enduro-Stew gegessen? Das habe ich doch gar nicht. Hol noch, ich habe eben ein paar Suppen gefunden, aber. Egal. Ach, ich wollte gerade sagen, ich packe den. Kann ich den eigentlich einpacken jetzt? Kann dich greifen? Warte, nee. Packe ich ihn ein? Ah ja, jetzt kann ich ihn einpacken. Hat den jemand hochgeheilt gehabt? Ich hab so ein bisschen. Ja, okay. Ich auch. Okay. Ich wollte mal ganz kurz noch zu dem blauen Loot da vorne, der schon wieder verschwunden ist. Tolle Wurst, der war direkt hier vorne. Warum sind eigentlich diese Salzdinger direkt bei den Wasserreservoiren hier in der Mitte? Hat das irgendeinen, also macht das Sinn, dass hier Salz ist? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ob ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Warum das so ist. Ich meine, wenn das vorher ein Meer war, auf jeden Fall. Hä? Was jetzt? Oh, Wurm. Habt ihr schon wieder einen Wurm gefunden, ohne dass der da ist? Der hat uns gefunden. Ich komme, aber ich kämpfe diesmal. Ich kann den jetzt diesmal nicht rausholen, den, glaube ich, das Megatherium. Ich weiß es nicht. Nee, ich habe noch Kryosickness. Du könntest ihn höchstens mir geben und ich werfe ihn raus. Oh, egal, ich kämpfe jetzt gerade. Ich kämpfe ein bisschen mit dem Adler. Da gab es auch keinen Dings, Wolkenteil. Das passiert mir nur so mit denen. Aber kann das sein, dass die gar nicht Megatherien angreifen sich aus? Weil ich bin ja jetzt abgestanden. Ich kann nicht mehr reden, ich hab's Schlagabfall. Abgestiegen zu Stinken. So, mein Gott. Wieder kein Horn. Silvermoon hat gekillt, oder? Ja, ich hab's. 3 Hornies. I'm horny. Horny, horny, horny. Du kannst gerne meine Hörnchen alle brauchen oder die haben wollen, weil ich brauche die nicht. Ja, wir sollten die vielleicht zentral irgendwo sammeln. Oh, ich bin zentral, ja super. Oh, Sandsturm kommt. Ich will schnell nach Hause. Jetzt kann ich gleich nicht mehr fliegen. Oh, 10 Zeitlupen fliegen. Ach nö, Oh, warte auf mich. Nö, du kriegst keinen Windschatten von mir. Sandschatten von mir. Sandschatten? Nee, wenn, dann kriegst du Sandschatten von mir, weil der Sand von hinten kommt. Achso. Ja, dann komm. Wow, Paul. Aber dann müsste ich ja eigentlich schneller laufen, wenn ich mit dem Sand fahre. Lauf. Ja, stimmt. Unrealistisch. Ah, Tiger ist auch abgestürzt. Nice. Ach stimmt, die Schatzkarten haben wir ja auch noch. Aber wenn das die Dixon spielen, Mist ist, ist auch Mist dann. Das ist echt so beschissen gemacht. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Es laggt auch die ganze Zeit. Also in dieser Session, es laggt total. Ich habe jetzt gerade eine FPS von 1.
Was ist denn das? Dann mal im Internet. Wirklich reparieren. Nee, Internet habe ich kein Problem. Ich weiß nicht, was das ist. Jetzt habe ich wieder einen FPS ganz normal, aber... Hä, das hatte ich ja vorher nicht gehabt. Was soll denn das? Wenn man mal wieder Wildcard zu viel gelobt hat. Es lief ja auch ganz gut. Ich habe jetzt gerade mal die Clouds ausgestellt und zack, habe ich wieder 20 FPS mehr. Ich mache auch den Nebel immer aus. Kann nichts aus. Ich habe eigentlich nichts ausgemacht jetzt bei Scorch Earth die ganze Zeit. Lief super. Aber heute ist irgendwie der Wurm drin. Wurm. Kim, dein Lieblingseis ist Zitrone, wirklich? Hä? Dein Lieblingseis ist Zitrone, wirklich? Ja. Ich bin sowieso kein Fan von Sahne-Eis. Das ist mir zu... Keine Ahnung. Aber interessant, hätte das überhaupt nicht gedacht. Wir hatten gerade eben noch so geschätzt, ein bisschen Pistazien oder sowas. Ja. Ich? Ja. Hm. Nein. Nein. Muss nicht, tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen, aber überhaupt nicht. Ich bin total basic. Das ist okay. Nein, Kim ist nicht basic. Aber Zitrone ist so schön frisch und so. Also ich mag auch Zitrone, vor allem Zitrone, Basilikum ist sehr lecker. Aber eigentlich mag ich Sahne-Eis tatsächlich wenig. Ich mag eigentlich lieber Wassereis. Wassereis, interessant. Finde ich auch sehr interessant. Ja, ich weiß nicht, das ist anders. Ich weiß nicht, Sahne-Eis ist zu süß. Es ist nicht mal zwingend zu süß. Es ist einfach zu... Zu sahnig. So sahnig? Klingt bescheuert, ich weiß, aber... Vielleicht ist es wirklich zu süß, keine Ahnung. Es ist nicht so, dass ich süße Sachen nicht mag. Ich esse ja auch Schokolade und sowas ganz gerne, aber... Dexen? Ja. Sobald ich mich wieder bewegen kann, wenn der Sandsturm weg ist, stand ich mal eben ganz kurz auf deinem Balkon. Mach das. Da bin ich schon oben mit meinem Adler. Diese kranke Kake da noch, ey. Hi. Hallo. Einmal reingucken in den Adler und das Hörnchen rausnehmen. Ja, bald doch selber. Du willst doch auch du willst doch selber nachher. Ja, ich will mir das jetzt sehen, aber lass uns die doch bei dir sammeln. Das machen wir doch wahrscheinlich sowieso als großes Team. Dann mache ich mal, glaube ich, ein paar mehr Schränke hier. Ich glaube, ich muss mir ein paar Schränke machen. Irgendwas angegriffen, die Tiere sind alle da links. Hm. Bring dann, oh, dann roten mal deine Hörner mit. So. Ja, schnapp sie dir. Bring ich die mal zu Dax. Dax? Bring sie mal zu Dax? Dem gehört eigentlich Goldfeder. Weiß nicht. Goldfeder. Was ist denn das? Ein Argentavis. Ich hab kein Argentavis. Die gehört er nicht. Ihr Dex. Alles klar, pow. Ich bin zufrieden mit der heutigen... Ich krieg meine Hörnchen, dafür behalte ich meine drei Kühlpots. Weiß nicht, ob unsere Merchants so weit sind. Würdest du sonst die Merchant nochmal das Pferd merchen wollen? Achso, wo habt ihr das Pferd merchen hin? Bei uns in der neuen Ecke von der Base. Da habt ihr es hingeschmissen oder was? Das ist ein Käfig oder wie? Ja, ich hab's bei uns jetzt halt in die neue... Eigentlich ist es eine Zuchtecke. Weil hast du halt noch nicht ganz fertig, aber ich glaube, wir haben auch noch keine Mörschen. Die waren inzwischen ausgebracht. Ne, es sind Mittlinge. Ja, aber ich glaube, der Benny hat Mörschen noch hier. Hat der Benny Mörschen? Wenn der Benny Mörschen hat, dann komm mal rüber. Mal gucken, ob das Pferd noch da ist. Ich war jetzt nicht in der Base. Leicht aus. Meinst du, die spawnt, glaube ich nicht? Weg. Ist weg? Ehrlich? Weg. Ist weg. Und du bist wieder allein, allein. Du bist allein, 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 allein. Voll das langweilige Lied eigentlich, ey. Total. Aber total, total Hit geworden, ne? So ein bisschen öde. Komm zu Koni. Wir sind nicht allein. Komm zu wem? Was meintest du, Paul? Was? Kommt zu wem? Kommt zu Cody? Zur Kuoni-Zeit.
Ach so, Corona-Zeit. Haben sie gesungen, ach. Wir sind nicht allein. Allein, okay. Allein. Haben sie das dann nochmal rausgebracht, ja, oder was? Ja, ja. Oh, gut gemacht. Sehr schlau. Oh! Ah. Dino Wild Clear. Ach ja, stimmt, da war ja. Ich hab's vergessen. Ah. Dino Wild Clear? Hm. Habt ihr gemacht? Dino Clear gemacht wegen der Längerei-Geschichte, ob das hilft vielleicht. Ach so. Ja, fährt es weg. Ja. Oh, ich hab was für. Wir finden noch eins, Dexen. Guck mal hier. Irgendwann kriegst du dein Pferd. Alles gut. Gerne. Wenn der Benny nach Hause kommt und guckt so, what? Was ist mit Silver Benny los? 164, voll die Muckis auch noch. ich leg den Benny mal einen Krümelpott, glaube ich, in die Tasche. Er hat sogar noch zwei. Nö, nö, kriegt keins. Er hat noch zwei. Ich hab noch was zu zeigen. Ich hab noch was zu zeigen. Kimchen theoretisch auch, aber ich bin schneller. Kim zieht sich aus. Kim will was zeigen. Willst du das bei meinem Charakter wirklich sehen? Ich hatte Real Life jetzt und so. Besser. Kein Kommentar mehr. Darauf hatten die Leute jetzt alle gehofft. Dafür haben sie jetzt auf dieses Video geklickt. Warum ist da draußen los? Oh, das klingt Kim, gar eine Juti. Ich wollte gerade sagen, was ist da draußen los? Wer macht die Action? Das ist ein Juti. Lass mal kicken. Lass mal kicken. Ich muss mich erstmal. Oh, ich zieh mich kurz mal um. Ich komme sofort. Juti, guck ein. Er ist endlich erwachsen und vorhin habe ich aus dem Blutstrahl einen Sattel bekommen. Oh, mit grünen Handschüchen und grünen Schüchen. Voll genau. Hübsch. Kümchen hat heute auch noch ein paar gefunden. Ein paar Babys. Bei denen hier hatten wir schon vor einer Weile jetzt eingesagt. Die Villa dauern ja eine Weile, bis sie erwachsen werden. Das Muttertier ist von selbst gestorben. Tatsächlich. Ich hatte damit tatsächlich recht wenig zu tun. Und das Baby dann wiederzufinden, war tatsächlich eine leichte Herausforderung. Aber oh, schön geworden. Jetzt Level ist es? Nicht gut. 45 mal Miep. Deswegen Miep. Es war klein und schwach. Allein. Very Miep ist das, ja. Miep. Aber schön. Wir hatten eben ich wollte überlegen, ob ich euch, als ich vorhin mit dem Bauen soweit fertig war, ob ich euch mit dem Miep hinterherkomme. Und dann schreien, ja. Um euch ein bisschen zu boosten, aber irgendwie war das nun auch schon recht spät und irgendwie hatte ich keinen Sattel. Den Sattel habe ich jetzt gerade eben erst bekommen. Aber jetzt kann ich mal eben meine Bude noch fertigstellen, die neue. Und dann bin ich auch schon fast zufrieden. Haben wir jetzt eigentlich. Ihr habt doch da drüben einen Ankylo oder so, ne? Wir haben Ankylo, wir haben Knüdel, wir haben Archies, wir haben. Arch-Arch-Dinos. Machen die irgendwas Sinnvolles auch irgendwie von der Arbeit her? Die Arch-Arch-Dinos? Die farmen Holz? Die Ankylos meine ich. Oder. Die Ankylos? Und die anderen Viechers? Ankylos farmen Metall und Blind und die Knödels farmen Stein und Sand. Ich glaube, die machen das, glaube ich, nicht von alleine, ne? Die Ankylos muss man, glaube ich. Also die Ankylos sollen das auch von alleine machen? Also ich weiß, es funktioniert, wenn man sie in die Fähren von den großen Krabbenviechern mit, den Karkinos. Eigentlich soll das auch funktionieren mit dem Archie. Ankylos machen das nur bis zur Hälfte vom Gewicht. Also ich weiß, da unten von uns rennt tatsächlich gerade ein Dödi rennt da rum, der farmt von selbst mit einem Kano als Bodyguard. Das funktioniert erstaunlich gut. Ich guck mir die gerade an, ich habe die hier rausgelassen, die sind da hinten irgendwo. Ach, mal ich glaube, ich hole die mal wieder zurück in die Base. Schon eine Weile. Kim, den Pulmino-Scorpio-Sattel, braucht ihr den ich euch gegeben hatte? Nö. Also nutze ich glaube den. Nicht. Nicht, dass ich jetzt. Ich nicht, dass ich wüsste, aber ich will jetzt Tiger auch nichts wegnehmen, aber ich glaube nicht. Nein, wir haben, glaube ich, keinen Skorpion. Haben wir einen Skorpion? Tiger, haben wir einen Skorpion? Tiger ist nicht hier. Doch, wir haben einen Skorpion. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir den Sattel brauchen, weil wir benutzen den Skorpion nicht. Also haben, glaube ich. Warte mal, ich überlege gerade, wie komme ich denn hier? Habe ich hier. Hier komme ich noch gar keinen. Ich sehe gerade ein kleines Problem in meiner Base. Na.
Ich habe einen Balkon oben, wo Candy Crush steht, aber ich kann von dem Balkon außen nicht runter und auch nicht hoch. Ich habe eine Treppe auf so meinem Schlafgemach hochgemacht, aber ich kann nicht auf den Balkon. Wie kommt man denn auf den Balkon? Sehe ich gerade irgendwie. Irgendwie gibt es da keinen Weg hier hoch, oder? Habe ich was gemacht? Hä? Ah, Tiger ist wieder da. Tiger ist wieder wach. Ja. Komme ich denn da hoch? Mache ich das denn jetzt? Da muss ich hier noch ein Treppengeländer machen. Weil ich habe einen wunderschönen Pulminoskorpios hier nämlich gefangen mit, oder besser die Power den gefangen. Und der braucht einen vernünftigen Sattel, weil der ist vom Level ziemlich gut. Oh, Cryo-Sickness. Ich könnte hier alles vollkotzen mit dieser Cryo-Sickness. Ach, leg mich doch mal. Ich will den Server für neu starten. Dann kann man das ändern. Ja, das ist echt. Kann man das ändern? Ja. Hatten wir damals auch nicht gehabt und sowas. Da konntest du auch. Ja, ich weiß, aber irgendwie hieß es, dass das aktuell noch nicht so richtig gut änderbar ist. Ja, muss es halt überall in jede Ini, die es gibt, reinschreiben, gefühlt. Ja, okay. Ich muss gerade echt überlegen, wie ich gerade meinen Weg hier hoch mache. Mache ich den hier hoch? Ich kann den auch, glaube ich, nur hier machen. Ne? Also ich das. Okay. Ja, so. Ich glaube, ich kann direkt eigentlich eine Leiter machen oder eine Treppe. Ah, bin ich jetzt dran? Du bist dran? Hallo, Dodo. Hallo, Paul. Ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt. Ich komme von da. Eingefroren einfach? Ich glaube, ich mache hier einfach so eine Fassade nur, dass es einfach nur hier vorne zu ist und fertig. Ein Bild. Eine Fassade. Ja, und hier hinten halt nicht mehr diese Spitzen, weißt du? Nur hier vorne und dann hinten nicht mehr. Abgestürzt, ja? Hast du Lust, Lehm zu fahren? Es passiert nichts mehr. Nö. Nee, dann ja, kannst du also. Rückmeldung. Wenn im schießen wir es ab. Wenn du im Taskmanager guckst und da steht irgendwie. Keine Ahnung, das 2%, dann ist Ende. Dach jetzt soweit fertig. Das Grundgerüst von der Base ist fertig, Dodo. Ja, sehr schön. Tschüss. Hast du dein eigentlich schon fertig unten? Ne, guck mal hier. Grunddings, ja. Hilfe. Falle. Ja, ist Falle. Kommt da nicht mehr raus, Bau. Kommst du irgendwo eine. Du müsstest hier rauskommen. Oh, ich diese Bauteile hasse und ich finde sie einfach nicht. Ich glaube, sollte mal danach suchen. Wie finde ich diese scheiß Quarter? Da sind sie. Wow, voll gut bei den Tischen. Ja. Finde ich gut, ja. Danke. Ja. Aber das fehlt noch nicht. Die Bar. Ja, ist noch nicht fertig. Achso, ist noch nicht fertig. Und die Bar ist da hinten. Da, guck mal. Da, hier, da. Das hier. Ist klein, ja. aber ist okay. Ja. Gut. Gemacht. Danke, Paul. Halt nur so Grunddings. Fehlt ja noch alles. Aber ja, sonst. Ja. Eingemacht. Noch die Lampen. Oh. Ah, die werden mich umbringen. Ey, ich bin wieder da. Bye-bye. Schon erstaunlich, was man sich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn andere Spiele so einen Ärger machen würden, hätten wir bei weitem nicht die Geduld damit. Ja. Aber Ark macht einen schon irgendwie. Die haben halt immer noch ihr Monopol, ne? Naja, es ist halt aber auch. Halt Ark. Wir sind schon viel gewohnt. So. Wir sind viel gewohnt von Ark. Wir sind an eine Menge gewöhnt. Genau, wir sind an eine Menge gewöhnt und wir sind auch irgendwie. Ich hätte jetzt nicht gesagt, es gehört dazu, aber es ist halt Ark. So ist das halt. Arsch bleibt Arsch, meinst du, ja? Kann man es formulieren? Ja. Mal kurz auf Klo!
Okay. Noch ein paar Lichter rein, damit wir noch eine richtig schöne Schwierigkeit mit den FPS haben. Und dann ist mein Häuschen auch fast fertig. Mach doch die Lichter. Also ich habe die Lichter von Dings gemacht, von der Bobtails Mod. Und das ist erstmal nicht so hässlich grell. Und zweitens, ich habe keine Bobtails Mod und ich nehme die Standing Torches, weil das viel besser aussieht. In diesem Fall jetzt bei mir, sonst wären die so seitlich geneigt. Das ist doof. Ich kann dir gerne welche hinsetzen. Dann kannst du es dann mal entscheiden, ob du das oder das andere machen möchtest. Kannst du mal rüberkommen, dann kannst du entscheiden. Was du ja, werde ich machen. Das gefällt mir da oben nicht, diese Kurve. Der hat sich da irgendwie jemand was nicht dabei ganz ausgedacht. Gefällt mir einfach nicht. Egal. Was soll ich machen? Also ich würde den Pulminoskopiusattel hier noch holen gehen wollen, tun, wenn ihr den nicht braucht. Aber nicht. User joined your channel. Hallo. Hallo Tiger. Hallo Tiger. Schön, dass du auch noch vorbeikommst. Die Nacht vom Kühmchen, soll ich sagen. Ist ganz leise. Was? Gute Nacht von Kühmchen, soll ich sagen. Achso. Nacht, Kühmchen. Gute Nacht, Kühmchen. Kannst du in einer Woche, kannst du es dann noch hören und dann auch drauf antworten, Kühmchen. So. Wofür bin ich jetzt bei dir vorbeigekommen? Ich sollte irgendwas machen. Du solltest wegen dem Licht, wegen den Lampen kommen. Ah ja, genau. Wo willst du denn meine Lampen? Boah, ist das grell hier drin, ey. So schlimm ist das nun auch wieder nicht. Also sieht aus wie so ein, was willst du hier machen? Irgendwas anbieten oder so? Zuchthaus. Hirtenzuchthaus. Ich bräuchte, wie heißen die Lieder? Das Problem an der Sache ist, Dex, dass ich stehende Lampen brauche, weil die hier so an Eck angebaut, zusammengesetzt sind. Wenn ich da eine Wandlampe dran mache, dann guckt die entweder in die eine oder in die andere Richtung. Das ist immer. Ich zeig dir das mal. Wie kannst du es hier aussuchen? Ja. Wenn ich die Dinger mal finden würde. Wo sind denn jetzt diese Lights hier? Okay. Achso, kann ich glaube ich. Ach, die macht man in das Mitte. Das ist nicht. Da sind sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich mach mal 8. Kannst du die, guck mal nicht mit, kannst du die jetzt nehmen, die Teile, die ich gerade baue? Craften kannst du sie ja nicht, aber vielleicht kannst du sie ja nehmen. Nutze mal. Mit R kannst du sie ändern. Das ist die, das ist die Standlampe, okay. Bisschen lang. Ja. Kannst du nicht aufheben, ne? Aufheben kann ich sie auch, ja. Heb sie mal auf und dann ändere doch mal mit R. Du kannst dann so eine Wandlampe machen. Was soll denn das hier drin werden eigentlich? Zuchthaus. Das ist ein Zuchthaus, okay. Weil du brauchst ja nicht unbedingt genau an der Wand hier machen. Mach es auch dahinter. Auch die Fackeln kannst du dahinter machen. Die machen immer noch genug Licht. Das ist das Problem, das ich meine. Hast du Öl? Aber wir haben jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wir haben jetzt eine Ölquelle. Ah, wo? Ja, hab ich mitbekommen. Hat Kümchen uns den Dings geschrieben. Ja, das. Hatte ich nicht mitbekommen. Öl habt ihr hier nicht. Ja. Hab ich Lupe auf Englisch? Lupe. Ach da, ich hab's. Magnifying Glass. Hast du kein Öl, Kim? Soll ich Kim holen gehen? Soll ich Öl holen gehen? Kim holen. Wir haben Öl. Wir haben schon ein bisschen Öl haben wir hier, aber ich weiß nicht, ob das langfristig sinnvoll ist. Also es verbraucht super wenig, ne? Weil die ich jetzt da habe, verbrauchen gar nichts. Ich weiß, das sind ja diese. Aber du kannst dich ja mal angucken, ob das vielleicht besser ist vom Licht.
Ah, du wolltest es gar nicht erst machen, du hast es schon wieder umgesetzt, ne? Weit weniger Aufwand. Okay. Ich mag das Orangenlicht tatsächlich für so eine Zuchtgeschichte ganz gerne. Hat das Zuchthaus schon Klimaanlagen? Da bin ich gerade bei. Ah. Okay. Ich mache wieder so einen Landeanflug hier oben. Und dann sage ich erstmal Tschüss für diese Aufnahme. Diesmal gab es einen Cut da drin, weil eben Absturz hier, Absturz da, Absturz links, Absturz rechts. Die ganze Zeit nur abgestürzt hier im Spiel heute. Deswegen, tschüss. Bis demnächst. Tschüss.